Hallo, ich grüße euch. Ihr wisst ja, ich bin nicht nur derjenige, der immer die schlimmen Videos macht, sondern ich habe natürlich auch Verantwortung für eine Wählervereinigung, bin der Bundesvorsitzender und muss auch manchmal ein bisschen ordnend eingreifen. Das verstehen manche als Chaos anrichten. Im Prinzip bin ich aber derjenige, der das Chaos gerne vermeiden will. Aber es gibt natürlich immer auch Leute, die so ein bisschen vorweg toben und es nicht erwarten können. Und da passieren dann leider einem auch mal ein paar Lattenschüsse. Meine Aufgabe ist immer eine Lösung zu finden, dass das eine Schadensbegrenzung ist. Ja? So. Bei uns gibt es ein Statut. In dem Statut steht drin, dass der Bundesvorsitzende derjenige ist, der Veröffentlichung zu genehmigen hat. Und genau das ist nämlich mit dem Flyer nicht passiert. Und da ist natürlich, könnt ihr sicherlich denken, eine Grütze passiert. Allerdings ist es nicht so schlimm, dass es nur einen Grund gäbe, keine Entlastung zu geben oder das Ding zurückzuziehen, sondern ich muss jetzt mal ein Video machen, um ein paar Erklärungen abzugeben, damit jeder das im richtigen Hals kriegt. So, der erste Punkt ist, was hier nicht stimmt an dem Ding, das ist das Datum. Man kann kein Referendum für ganz Sachsen machen, wenn nicht alle, die Sachsen gefragt worden sind. So, was man machen kann, ist für ein neues Gebiet, sei es mal jetzt 10.000 Seelen, mit der Flyer zu drucken und für dieses Gebiet einen lokalen Verweser zu bestimmen, der, wo die Ausschlussfrist der 18.11. ist. So, jetzt müssen wir aber überlegen, damit in dem Gebiet alle die Unterlagen einreichen, müssen die es schaffen, 10.000 solche Wahlunterlagen zu prüfen. So, jetzt müssen wir überlegen, eine Prüfung von so einem Wahlunterlagen, man muss sich ja die ganzen Urkunden angucken, es müssen auch 11 Leute nacheinander das unabhängig voneinander geprüft haben, das ist also schon eine Hausnummer, und schätzen wir mal, dass das so 20 Minuten in Anspruch nimmt. Ja? Auch wenn man geübt ist, muss man schon mal genau hingucken, muss gucken, kann das dort, gab es in dem Zeitraum dort an der Stelle die Urkundstelle, ist die Urkunde eventuell mit Photoshop gemacht, ist das Original und so weiter, muss man schon mal ein bisschen Zeit investieren. Also nehmen wir mal an, dass man 3 in der Stunde von einem Prüfer geprüft kriegt. So, und jetzt ist es natürlich so wie bei einer Nahrungskette, ne? Das läuft dann so durch, also das verlängert das nicht zwingend. Es wird dann bloß so sein, dass eben 200 Minuten die Durchlaufzeit ist für den letzten Zettel. Ne? Das muss man halt einplanen. Gut, das sind reichlich 2 Stunden, also 3 Stunden, reichlich 3 Stunden. Das ist ja alles kein Problem. Aber 10.000 mal 20 Minuten ist eben eine ganz schöne Hausnummer. Und jetzt ist die Frage, schaffen die das bis zum 18.11. Das alles zu bearbeiten? Und da habe ich nämlich so 1000 Fragezeichen. Und deswegen brauchen die jetzt dringend Helfer, damit das noch, sagen wir mal, geprüft werden kann. So, und deswegen habe ich angeboten, dass wir jetzt ist Wahl, am nächsten Wochenende uns in Hof treffen, nochmal zu einer Schulung. Und zwar haben wir da noch so einen zweiten Seminarraum, wo 50 Leute Platz finden. Allerdings können wir natürlich dort keine großen Monoblocksessel stellen, sondern wir haben dort bloß Biertische. Ist aber nicht schlimm. Ich würde sagen, es sollten wenigstens 40 Leute da sein. Maximal können es 50 sein, weil wir sonst nicht alle reinkriegen. Wir würden noch eine Übertragung in den zweiten Raum organisieren, sodass wir also gut mit 50 Leuten hinkommen. Aber das würde dann an dem Wochenende nach der Bayernwahl passieren. Dieses Wochenende ist ja Bayernwahl. Die nächste Wochenende könnten wir eine Schulung machen. Und da würde ich dann sagen, dass die Wahlkommission mir eine Teilnehmerliste macht, die zwischen 40 und 50 Leuten umfassen tut. Kann man mal den Flieger weglassen. So, ne? Und wir fangen dann am Sonnabend an. Ich würde sagen, so um 9. Da haben die Leute, die unterwegs sind, die Möglichkeit, in Ruhe anzufahren. Und wir beenden die Sache dann, ich würde sagen, so um 10 abends, sodass jeder noch die Möglichkeit hat, mit dem Auto noch heimzufahren. Derjenige, der übernachten will, könnte in der Partyscheune übernachten, müsste sich dann einen Schlafsack und eine Luftmatratze mitbringen. Und wir würden dann noch ein paar Gasheizer bestellen. Aber ich würde da darauf abstellen, dass wir die Kosten der Veranstaltung wieder im Vorfeld einsammeln. Da haben wir das so gelöst bisher, dass die Teilnehmer erstmal die 25 Euro bezahlen als Teilnehmergebühr und dass sie das dann später durch ihre Tätigkeit von der Wahlkommission wieder ausgezahlt kriegen, weil ja, wenn sie ihre Sachen prüfen, ja,
können Sie ja die 25 Euro einsammeln und dort können Sie jeweils die Hälfte des Betrages, den Sie einnehmen, dafür aufwenden, um Schulungsmaterial und Büromaterial und die Kosten der Anfahrt und so weiter zu erstatten. Und die andere Hälfte ist dafür reserviert, dass die Wahlkommission weiter ausgebaut werden kann, sodass ein Wachstum entsteht. Und so ist es auch bei uns in der Wählervereinigung organisiert. Die Landesverbände können die Hälfte der eingesammelten Beiträge für ihre Mitglieder für ihre eigenen Belange verwenden. Und die andere Hälfte muss an den Bund gehen, damit wir Wahlkampfkosten und Fahrgelder und für den weiteren Ausbau der Infrastruktur Geld zur Verfügung haben. So, das wird bis jetzt nicht gemacht und deswegen muss ich immer mit dem privaten Geld aushalten, was mir irgendwann auch mal reicht, dass ich immer alles zahlen muss. Das geht nicht. So, also, wer an der Wahlkommission teilnehmen will, an der Schulung, da müsste das dann per PayPal überweisen. Und da ich diesmal das Catering mit absichern muss, müsste das dann an die PayPal-Adresse unter dem Video eingezahlt werden. Und ich würde das dann mit der Wahlkommission verrechnen, damit die ihre eigenen Leute die Anfahrt bezahlen können. Also wenn da noch Referenten mit anfahren oder Helfer, dann müssen wir das ja mit auszahlen. Wir brauchen für die Küche drei Helfer. Also drei brauchen keine Teilnehmergebühr bezahlen. Die kriegen den Vortrag als Video oder DVD mit. Und die sind dafür verantwortlich, dass das Essen geholfen wird, weil die Leute, die dort vor Ort sind, das nicht alleine stemmen können. Es geht einfach nicht. Wir brauchen drei Küchenhelfer. Ich werde die Vorträge machen und auch die technische Aufzeichnung. Und und dann kriegt jeder die Bestätigung, dass er teilgenommen hat. Und mit dieser Bestätigung kann er sich dann bei der Wahlkommission das auszahlen lassen. Aber da muss er ein bisschen Geduld haben, weil die müssen das Geld auch erstmal erwirtschaften. Ja, und dann kann die Kostenumlage funktionieren. So ist es in allen Bereichen. So arbeiten wir auch bei Jonacast. Wir haben auch nicht das volle Vollhorn. Wir würden noch viel mehr machen, aber wir können immer nur das einsetzen, was wieder zurückkommt. Ja, an Unterstützung von den Mitgliedern, Freunden und Sponsoren. Und dann können wir wieder aus dem Vollhorn austeilen. Und so ist es in allen Bereichen. Das habe ich denen auch erklärt. Also bitte immer nur die Hälfte des Geldes anfassen und den Rest immer erstmal hinlegen. Ich habe auch kein Problem, wenn sie was drucken müssen oder irgendwas, aber wir haben dieses Jahr in Bayern Landtagswahl, da haben wir nicht so richtig Unterstützung geben können, weil die Mitgliedsbeiträge einfach nicht eingegangen sind von den Leuten. Ja? Und in Sachsen darf das aber nicht noch ein zweites Mal passieren. Da wollen wir dann schon ordentlich mit Plakaten und alles auftreten und da müsst ihr mal ein bisschen Ordnung reinbringen. Ja? Und da habe ich sicherlich dann auch ein bisschen mitzureden als Landesvorsitzender, weil ich gucke mir die Situation auch nicht länger an. Ja, es ist erforderlich, dass jeder, der hier mitmachen will, die 4 oder 8 Euro im Monat mal beiseite legt, damit wir insgesamt vorankommen. Und wenn jeder in Sachsen, einfach nur in Sachsen, sich an dieser Aktion beteiligt, dann haben wir auch genug Geld, um einen ordentlichen Rundfunksender mit auf den Weg zu bringen, wo wir die Information in breiter Front jedem 24 Stunden am Tag präsentieren können. So, und da können die ganzen Bürgerrechtsgruppen alle auftreten, solange sie eine mit irgendwelchen Halbwahrheiten um die Ecke kommen, sondern richtig sauber recherchierte Beiträge bringen. Da können wir mit Kopfhörer reden, wir können mit vielen guten Sprechern reden, die auch von internationalen Vorträgen bekannt sind. Das können wir alles machen, aber man müsste mal in die Puschen kommen. Und es kennt ihr immer, die ganze Arbeit kann ja an 10 Aktiven hängen, das geht nicht. Ja? Das muss wirklich in die Breite gehen. 10.000 Leute sind da nicht zu wenig, also Leiter von Wahlkommissionen. Und die müssten dann 25 Helfer haben, damit das insgesamt von der Logistik her funktioniert. Und viele, die machen sich eben vorneweg keine Gedanken. Ja? Ich habe ja immer gesagt, nehmt euch eine Excel-Tabelle her, kalkuliert das durch, damit ihr seht, wo Kosten oder wo entstehen oder wo Flaschenhälse sich bilden. Ne? Und der Flaschenhals hier bei so einem Referendum, also ich gehe mal davon aus, dass das nicht das Referendum von ganz Sachsen ist, sondern dass es sich hier nur um das Referendum dieser Druckauflage handelt, weil sonst wird es ganz großer Mist. Ich gehe mal davon aus, dass das so geplant ist, dass die Druckauflage so bei 10.000 liegen wird und dass dann der 18.11. auch zu halten ist. Aber trotzdem würde ich da auf Nummer sicher gehen und nochmal nachschulen. Und deswegen treffen wir uns dann in 14 Tagen. Diese Woche geht das nicht, weil viele als Wahlbeobachter in Bayern unterwegs sind. Aber ich würde darauf abstellen, dass wir das dann in der Folgewoche nach der Bayernwahl uns dann in Hof und in Ebern finden. Die Veranstaltungen werden parallel laufen. In Ebern sind es wohl 65 Leute, die da teilnehmen können. In Hof bei warmen Temperaturen könnte man durchaus bis auf 100 gehen, aber bei den Temperaturen, wenn sie doch ein bisschen auffrischen sollte, müssen wir das auf 50 beschränken, weil dann der ähnliche Raum dort nur 50 hat. So, wenn wir mit dem Ausbau noch ein bisschen weiterkommen, eventuell auch mit einer Heizung, die steht ja schon neben mir,
wenn die dann noch angeschlossen ist und funktioniert, haben wir dann auch Winterbetrieb, können wir also den ganzen Winter auch Schulung durchgehend machen. Da werden wir dann sehen, ob das noch hinzukriegen ist. Ich muss aber die Heizung erstmal bauen, da ist irgendwas gerissen, drin, eine Kessel und so weiter. Das ist alles nicht so ganz einfach. So, gut. Nochmal die Sache, bitte nehmt das nur als Information, um euch ja zu belesen, wegen dem Grundgesetz hier unten. Wie gesagt, das Grundgesetz hat keinen Geltungsbereich mehr und der BAD hält sich nicht dran. Und ja, so vereidigen noch Leute drauf, aber eigentlich ist keiner richtig gewählt, weil die deutsche Staatsangehörigkeit, habe ich ja nun in dem Video schon fünfmal erklärt, nicht funktioniert. Und weil sie keiner haben kann und auch mit dem gelben Schein man so nicht kriegt, man richtet nur mehr Schaden an. So, und deswegen machen wir das eben, damit jeder eine ordentliche Rüstwerkbestätigung hat. Und die Bestätigung ist immer noch mehr wert als eine Vermutung. Na, wenn die Bestätigung vorliegt, ist die Gemeinde verpflichtet nach Melderahmenrichtliniengesetz Artikel 4 unrichtige Angaben zu korrigieren. Und das Datenschutz, die Datenschutzgrundverordnung, die ich übrigens nicht gut finde, einfach nur Probleme macht, ist aber auch dort in Paragraf drin, dass unrichtige Angaben zu korrigieren sind. Ansonsten kann man gegen die dann ein Bußgeld verhängen. Und das wird natürlich eine lustige Geschichte, wenn dann unsere Wählervereinigung gegen die Gemeinde Bußgelder verhängt, weil sie falsche Einträge in Wählerverzeichnungen gemacht haben. Und da haben wir doch in Bayern einen guten Monat Zeit, um dort eine Wollanfechtung reinzuhauen, dass dem Herrn Stoiber und dem Herrn Söder die Ohren wegfliegen. Und das haben wir denen ja angekündigt, wenn sie anfangen mit ihrer Reichsbürgerhetze weitermachen, dass wir genau das machen. So, aber da sie uns die Geräte noch nicht wiedergegeben haben, wollen sie also unbedingt Krach haben und den Krach können sie kriegen. Da können sie reichlich kriegen. Und da wird die CSU in Bayern mit sang- und klanglos eingehen. Der SPD direkt nachfolgen. Und wenn alles gut läuft, haben wir am Wochenende ein Wahlergebnis, was zwischen 40% und 73% AfD liegt. Und dann haben wir eine Diskussionsgrundlage, dass wir über die Rüstwerk-Staatsangehörigkeit in einem anderen Rahmen nachdenken. Vielleicht kommt es dazu, dass die AfD in Bayern einfach mal die Rüstwerk-Staatsangehörigkeit einführt, per Regierungsbeschluss. Können die nämlich machen, die müssen die Bundesrepublik nämlich gar nicht fragen. So, Grenzvertrag aktivieren von 1870 und die Sache ist gelaufen. So, und da, das wird natürlich eine spannende Sache. Gut, also, unsere Aufgabe ist, den Leuten vorab die Rüstwerk-Bestätigung zu geben, weil der Prüfaufwand, ihr wisst ja auch, wenn Kriegszustand ausgerufen wird, muss ja dann immer geguckt werden, wer gehört zu den DEF, Disarmed Enemy Forces, und wer gehört zur Staatsangehörigen. Und da ist dann auch dort, wo der Deutsch drin steht, wird es ein bisschen kompliziert, weil die Amis die Staatsangehörigkeit Deutsch wahrscheinlich nicht akzeptieren. Ja. Das wird eine spannende Nummer. So, und deswegen empfehle ich jedem, sich dran zu beteiligen und die Unterlagen einzureichen. Ich bin auch noch dran, ich muss bei dem Standesamt oder Meldeamt, was da oben ist, wo ich wo meine Vorfahren her sind, nochmal nachspielen. Ich habe ja letzte Woche schon nochmal nachgewaschen, dass sie mir endlich mal das Zeug schicken. Bis jetzt habe ich es noch nicht erhalten. Aber das, ihr müsst den Leuten auf den Beutel drehen. Die BAD ist verpflichtet, uns bei der Feststellung der Staatsangehörigkeit zu helfen. Dass sie uns natürlich in die falsche Richtung helfen wollen und uns einen gelben Schein verpassen, mag ja sein. Wir wollen die Rüstwerk-Staatsangehörigkeit haben. Und die kann man mit dem gelben Schein eben nicht kriegen. Und wenn da RU in Klammern Stack steht, habt ihr die falsche gekriegt. Ja. Und wenn deutsche Staatsangehörigkeit draufsteht, habt ihr auch die falsche. Es gibt die deutsche Staatsangehörigkeit nicht, weil die vom Hitler ist. Wir haben die Bundesstaatenangehörigkeit. So, und wer es nicht begreift und wer immer noch beim Bäcker nach Fleisch fragt, dann kann ich nicht helfen. Da ist einfach unterdurchschnittlich ausgestattet mit Hirn. Was anderes kann ich dazu nicht sagen. Mir ist es eigentlich sofort klar gewesen, nachdem ich mal richtig drüber nachgedacht habe. Ich habe 4 Wochen gebraucht, um die Thematik zu verstehen. Das war die Zeit, die war extrem lang. Also sonst durch einen Vorgang innerhalb von 14 Tagen entscheiden und prüfen und beweisen. Aber die deutsche Staatsangehörigkeit hat jemand gemacht, das war ein kriminelles Genie. Man kann es nicht anders sagen. Und da braucht man dann schon ein bisschen länger. Aber länger wie 4 Wochen kann man nicht brauchen, um die Thematik zu verstehen. Es reicht, die Videoreihe bis zum Teil 14 sich einmal anzugucken und dann hat man das eigentlich verstanden. Und da weiß ich nicht, warum da Leute noch mit falschen Logos Leuten gelbe Scheine aufschwatzen. Das müssen Schwerkriminelle sein. Eine andere Möglichkeit sehe ich fast nicht. Und ich kann mir schon vorstellen, für welche Leute die arbeiten. Und wenn die noch meinen Namen beschmutzen, umso mehr. Da müssen wir nicht lange überlegen. Also passt auf euch und lasst euch nicht von diesen Verbrechern ja in eine falsche Staatsangehörigkeit reinziehen. Das brauchen wir nicht. Die Bundesstaatenangehörigkeit haben wir durch unsere Geburt. Ja.
nur den Nachweis, dass du das in der Hand hast, das verweigern sie. So. Und deswegen haben wir ja die Wahlkommission gemacht, damit es jeder hat. So. Dass dann natürlich auch mal ein bisschen ein paar Schnellschüsse passieren, das ist nun mal so. Ne? Aber ich denke mal, wenn bis zum 18.11. alle in dem Umfang der eingeschickten oder gedruckten Bekanntmachung geprüft werden können, geht das ja alles seinen Gang. Da ist ja alles kein Problem. Ne? Das ist dann halt eine Ausschussfrist. Man muss dann halt den Antrag stellen und dann werden die sicherlich dort die Wahlbenachrichtigung so legen, dass sie alle diese eingegangen sind, abarbeiten können. Ich denke mal, dass das auch die Lösung ist. Manchmal hat man einen spontanen Einfall, das ist einfach nur geil. Also, ich gehe mal davon aus, dass das Ding so gemeint ist, dass der 18.11.2018 der Stichtag ist, zu dem sich jeder gemeldet haben muss, dass er Unterlagen einreichen will oder einreichen kann. Ja? So. Und die Frist sollte man eigentlich erstmal wahrnehmen. So. Und dann wird die Wahlkommission gucken, wie viel sie noch braucht zum Prüfen und dann den Wahltag festlegen mit einer Wahlbenachrichtigung. So. Ja, das macht dann Sinn. Ich denke mal, dass das auch so überlegt wird. Gut, ansonsten habt ihr hier unten die Kontaktanschrift stehen. Ich tue den Flyer nochmal auf dem Video unten in die Beschreibung rein. Und ich denke mal, da kriegen wir auch mal so einen schnellen Fehlschuss noch gerade gezogen. Ich hoffe mal, dass im nächsten Flyer diese Grundgesetzscheiße hier nicht mehr drin ist. Und dass das auch ordentlich erklärt wurde, wie das mit der Verfassung zusammenhängt. Also nochmal, damit ihr da versteht. Sachsen und Bayern ist dem Norddeutschen Bund beigetreten. Und damit ist aufgrund der Reichsverfassung von 1871 diese Vorbehaltsregel eingehangen. Soweit ich weiß, ist das Artikel 11 oder 10 oder 11. Und dort steht drin, dass die Reichsgesetze vorgehen. Ja, die gehen den Landesgesetzen vor. Und da müssen wir natürlich überlegen, was jetzt im Prinzip in der sächsischen Verfassung steht und sich mit der Reichsverfassung von 1871 nicht verträgt. Dann würde die Regelung in der Reichsverfassung gelten. Ansonsten gilt die Regel in der sächsischen Verfassung. So, und das sollte man nochmal ganz klar sagen. So, und das ist der Rechtsstand, den die BAD zu beachten hat. Machen sie aber nicht, weil es Parteien und Verbrecher sind. Da kann sich jeder raussuchen, ob er zur Partei oder zur Verbrecherin gehört oder ob Parteien auch Verbrecher sind. Das ist eine Denkaufgabe bis zum nächsten Video. Ja, jetzt, alles klar, dann tschüss erstmal.